befinden uns hier gerade in Münster im FFB Workspace. Das ist der Standort der Fraunhofer FFB, an dem wir die ersten Prozessschritte der Batteriezellfertigung bereits operativ abbilden können. Das wären zum einen das Dosieren und Mischen und zum anderen das Beschichten und Trocknen. Beim Dosieren und Mischen kommt hier ein Extruder zum Einsatz, bei dem die Elektrodenpaste kontinuierlich hergestellt wird. Im zweiten Prozessschritt, dem Beschichten und Trocknen, wird dann der Slurry auf Substratfolien appliziert. Nach dem Trocknungsprozess wird die Bahn dann über mehrere Kühlwalzen umgelenkt, um eben das Produkt abzukühlen und anschließend aufgewickelt. Das Zielbild der Fraunhofer FFB ist es, die Großserienproduktion zu ermöglichen mit der technischen Infrastruktur, um eben Batteriezellen in sehr hohen Durchsätzen produzieren zu können. Und gerade hier in Europa ist es extrem wichtig, um eben wettbewerbsfähig zu sein, dass die Batteriezellhersteller noch deutlich effizienter werden, als es derzeit der Fall ist. Ein Ansatz, um das eben zu ermöglichen, ist der Einsatz von Sensorik und Messtechnik. Im Rahmen des gemeinsamen Projektes mit IFM setzen wir Objekterkennungssensoren der O2D-Serie ein. Die erste Anwendung ist die Inspektion des Nassfilms. Hierbei wird die Oberfläche auf diverse Defekte wie beispielsweise Kontamination, Agglomerate, Luftblasen oder ausgelassene Bereiche untersucht. Diese Defekte können dann später in der Batteriezelle sowohl sicherheits- als auch performancekritisch sein und müssen daher zwingend als Ausschuss identifiziert werden. Im zweiten Anwendungsfall betrachten wir ebenfalls den Nassfilm. Hierbei prüfen wir die Dimensionierung der Beschichtung. Dann betrachten wir noch bei der doppelseitigen Beschichtung den Versatz von A- zu B-Seite. Im dritten Anwendungsfall befinden wir uns hinten nach dem Trockner. Da wird die Bahn- und Beschichtungskante erfasst. Das ist insofern wichtig, als dass beim Aufrollen diese genau deckungsgleich übereinander liegen müssen, um eben den Transport in den nächsten Prozessschritt zu realisieren, sowie dass die Beschichtung genau aufeinander liegt, damit es nicht zu Spannung auf der Oberfläche kommt. Durch die Daten, die wirklich entlang der gesamten Prozesskette erfasst werden, können Ursache-Wirkungszusammenhänge zwischen Produkt und Prozess identifiziert werden, aber auch die Daten dafür genutzt werden, einen digitalen Produktzwilling zu erzeugen. Das gemeinsame Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, dass Kooperationspartner auf uns zukommen können, um mit uns gemeinsam die Technologien der Batteriezellproduktion zu erproben und dann auch gemeinsam gegebenenfalls hoch zu skalieren.